hat die schönste Stimme, die ich jemals gehört habe. Ich kann es noch gar nicht fassen. Er kommt wirklich her. Er kommt doch tatsächlich zu mir. Ja, jetzt beruhig dich erstmal. Du hast gut reden. Clarissa. Clarissa ist entführt worden. Wie bitte? Oh, ist das nicht furchtbar? Das ist ein Freund von mir, Ramon. Jessica, meine Schwester. Du bist Ramon Santos. Wie gesagt, ich bin Nicks Freund. Bestimmt ist er klein, dick und... Komm, den tun wir uns nicht an. Nee, das muss echt nicht sein. Was ist denn mit denen los? Keine Ahnung, aber sollen sich davon abhalten, uns einen netten Abend zu machen. Genau, und deswegen tanzen wir jetzt eine Runde. Ach, danke. Das ist übrigens Katis Traumtyp. Die hat ja wohl nicht mal alle Tassen im Schrank. Wieso? Sieht doch ganz nett aus. Nett? Der Typ ist der größte Arsch, den du dir vorstellen kannst. Nicht zu fassen. Es geschehen immer noch Zeichen und Wunder. Hätte ich echt nicht gedacht, dass Gerd sich bei mir entschuldigen würde. Das hätte ich ihm wirklich nicht zugetraut. Auf der anderen Seite, er konnte ja gar nicht anders. Wenn du in der Schule gesungen hättest, dann wäre er geflogen, 100%. Das war das Mindeste, was er tun konnte. Trotzdem bin ich jetzt irgendwie froh, wenn der Stress auch wirklich vorbei ist. Hoffen wir es. Kommt, lasst uns gehen. Also, man sieht sich. Bis dann noch. Und jetzt? Kommen wir endlich zum romantischen Teil des Abends. Schließlich haben wir was zu feiern. Ja. Halbzeit. Lieber Verlängerung. Ey, was sollen denn die Gäste denken? Ist mir ziemlich egal. Frank, würdest du was ausmachen, wenn ich und Ramon dich jetzt alleine lasse? Auf jeden Fall. Ich habe nämlich keinen Bock, hier alles alleine aufzuräumen. Ach komm. Nee. Wisst ihr eigentlich, wie es in der Küche aussieht? Na gut, wir bleiben hier. Verschieben wir unsere kleine Feier ein bisschen. Aber nur, weil du es bist. Danke, ihr seid halt echte Kumpels. Arme Kathi. Und sie ist so begeistert von ihm. Na, kleines Tanzpräuschen? Ja. Uli hat mir gerade alles über diesen Dennis erzählt. Na, dann wirst du es sicher auch okay finden, wenn wir jetzt gehen. Wie? Wegen Dennis? Klar. Sonst gibt's nur Ärger. Also, ich würde am liebsten auch verschwinden. Aber das könnt ihr Kathi doch nicht antun. Sie hat doch keine Ahnung, dass der Typ so link ist. Könnt ihr Dennis nicht einfach auf den Weg gehen? Das nützt nichts. Wenn ich den Typen nur sehe, wird mir schlecht. Das geht mir leider genauso. Aber du bleibst doch, oder? Bitte. Okay. Na gut, dann einen schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Na, mal sehen. Zeit für uns? Bitte, kommt doch rein. Bitte nehmt Platz. Ja, ich hoffe, wir stören nicht. Nein, ich arbeite noch.
Hast du was von Clarissa gehört? Leider nicht. Wie kommst du denn mit deiner neuen Aufgabe zurecht? Stehst du jetzt einem Konzern vor? Ich sitze hier und arbeite. Den ganzen Tag muss ich mich um Linie Clariss kümmern. Das heißt, ich kann mich gar nicht richtig kümmern. Ich habe keine Ahnung von der Modebranche. Tja, mit dieser Vollmacht hat Clarissa Ihnen einiges aufgehalst. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Vor allen Dingen werden die Leute langsam nervös. Wo ist Frau von Anstetten? Wieso ist sie nicht zu sprechen? Das ist grauenvoll. Ja, bei meinen Kunden ist es genau das Gleiche. Ich habe sogar schon einige Termine absagen müssen, nur weil Clarissa weg ist. Vielleicht könntet ihr euch doch was überlegen, damit man die Leute noch ruhig stellen kann. Man könnte doch sagen, sie ist auf Geschäftsreise. Und das möglichst weit weg, Indien, China. Genau. Wo sie kein Mensch übers Handy erreichen kann. Ja, das wäre sicherlich gut, aber uns nutzt es auch nichts. Ich meine, die Ungewissheit bleibt. Dass diese Gangster sich nicht melden. Was haben sie vor? Ich begreife es nicht. Vielleicht sollte man doch besser die Polizei einschalten. Nein, nein, das ist viel zu gefährlich. Wir müssen warten, bis sich die Entführer melden. Ja, aber wir können doch nicht rumsitzen und warten, dass was passiert. Die Polizei... Nein, das Risiko können wir einfach nicht eingehen. Obwohl, wir reden die ganze Zeit von der Polizei. Macht ihr schon zu? Ja, leider. Schade. Frank, das geht schon in Ordnung. Lass hier rein. Okay, wenn das so ist, dann hören wir rein, schöne Frau. Danke. Na, das ist ja eine Überraschung. Willst du was trinken? Ein Wasser, bitte. Okay. Willst du uns dich erstmal vorstellen? Ach ja, das ist Jessica, Nicks Schwester. Hi, ich bin Frank. Hallo. So, das Wasser. Dankeschön. Ja, wo kommst du denn jetzt noch her? Ist schon reichlich spät. Ach, ich war auf so einem Infoabend über Pflegeberufe. Suchst du einen Job? Ja. Und? Hat sich der Abend gelohnt? Weißt du jetzt, was du machen willst? Naja, ich habe einen Beruf. Ich bin Krankenschwester. Ich will mich aber erstmal ein bisschen umgucken, bevor ich wieder so richtig einsteige. Das kann ich gut verstehen. Echt? Die meisten meinen, ich sollte gar nicht lange überlegen und gleich wieder loslegen. Nee, irgendwann braucht man schon seine Auszeit. Ich bin übrigens mittendrin in der Auszeit. Eigentlich arbeite ich nämlich in der Galerie. Das ist ja interessant. Ja, ich habe übrigens auch schon mal ganz was anderes gemacht. Ach ja? Ja, ich, das heißt wir, also Frank und ich, wir hatten ein Import-Export-Geschäft. Das habe ich aber an den Nagel gehängt. Weil Frank in der Galerie angefangen hat. Nee, das ist eine andere Geschichte. Ich kann sie dir gerne erzählen. Das kannst du aber auch bleiben lassen, weil ich nicht glaube, dass Jessica das wirklich interessiert. Doch, doch, das interessiert mich schon. Jetzt guck dir das an. Der geht ja ganz schön ran. Tja, Kathi kann einem richtig leid tun. Das wird sie jetzt aber anders sehen. Leider. Aber auf den ersten Blick ist er ja wirklich ganz süß. Ja, und wenn du genauer hinguckst, dann wird dir speiübel. Echt schade für sie. Frank hat echt ganz schön Nerven. Überrascht dich das? Nein. Aber wie er sich vorhin bei Jessica aufgespielt hat, das war doch total peinlich. Du kennst ihn doch. Ja, aber heute Nachmittag hat er echt übertrieben. Ach, lass ihn doch. Männer sind doch immer gleich. Kaum taucht ein hübsches Mädchen auf, geht die Balzerei los. Ich meine, der muss doch merken, dass er bei ihr keine Chance hat. Wieso denn nicht? Naja, nichts gegen Frank, aber die ist doch wohl wirklich eine Nummer zu groß für ihn. Hm, sie gefällt dir wohl. Wer, Jessica? Naja, also so wie du dich über Frank aufregst. Quatsch, ich will ihn nur vor einer Enttäuschung bewahren. Bei der kann er nie landen. Und wenn doch, würde dich das stören? Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Naja, sie ist halt sehr hübsch. Ach ja? Also du willst mir doch jetzt wohl nicht erzählen, dass du sie hässlich findest. Nein, natürlich nicht. Sie sieht sehr gut aus. Aber das interessiert mich nicht. Ach nein. Nein, ich habe nämlich auch eine Freundin. Und die ist noch viel hübscher und 10.000 Mal interessanter und wahnsinnig sexy. Herr Holbing,
Ja? Guten Tag, mein Name ist Schneider. Wir haben miteinander telefoniert. Sicher, Frau Schneider. Ach bitte, kommen Sie doch herein. Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie auf ein Gespräch gedrängt habe, aber... Aber ich bitte Sie, Frau Schneider, Sie haben ein Problem und ich werde versuchen, Ihnen dabei zu helfen. Ich weiß natürlich nicht, ob Sie das können, aber ich habe schon mal in der Zeitung über Sie gelesen. Ja, die Presse schreibt sehr gerne über mich, weil meine Arbeit großen Erfolg hat. Mein Fall ist allerdings ziemlich kompliziert. Das macht doch nichts. Solche Fälle sind für mich ganz besonders interessant. Also, dann komm gut nach Hause. Klar. Und denk dran, mit Kathi zu reden. Ja. Obwohl ich echt nicht weiß, ob ich mich da einmischen soll. Sie ist so verknallt in ihn. Na und? Trotzdem ist Dennis ein Arsch. Klar. Aber sie wird sicher wahnsinnig enttäuscht sein, wenn ich ihr erzähle, was er gemacht hat. Ach, sie wird dir dankbar sein, dass du es ihr sagst. Ich weiß nicht. Wenn man so verliebt ist, will man doch sowas gar nicht hören. Kann ja sein. Du musst es ihr trotzdem sagen. Aber wieso gerade ich? Na, weil du ihre Freundin bist. Und weil du ihr das im Endeffekt eingebrockt hast. Na toll. Du machst das schon. Tschüss. Tschüss. Sehen Sie jetzt was oder nicht? Bitte, Frau Schneider, haben Sie Geduld. Haben Sie Verständnis. Das Schicksal hat seine eigene Uhr. Das mag ja sein, aber meine Zeit ist kostbar. Geduld, Frau Schneider, Geduld. Aha. Ihre Freundin ist in großer Gefahr. Das können Sie so herauslesen? Da haben die Karten recht. Soweit schon. Aber ich müsste vor allem wissen, wo sie ist. Das haben wir gleich. Und? Moment, Frau Schneider. Ich sehe da ein paar Hinweise. Ihre Freundin könnte in Europa sein. Vielleicht Asien, weniger Amerika. Genauer geht's nicht. Nein, nein, nein. Amerika kann ich ganz ausschließen. Wie sieht's mit einer Stadt aus? Steht das nicht in Ihren Karten? Nein, genauso wenig wie Straßennamen. Aber ich sehe da was anderes. Einen Hinweis aus dem Tal der Gelassenheit. Den was? Sie werden eine Nachricht erhalten. Wann kann ich nicht so genau sagen. Verstehe. Die Karten haben keine Datumsanzeige. So könnte man das auch sagen. Oh, 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 ich sehe eine große Bedrohung. Für meine Freundin? Das wundert mich nicht. Schließlich... Bitte, bitte, bitte. Die Bedrohung gilt Ihnen. Sie sollten sehr gut auf sich aufpassen. Herr Holbing, ich bin gekommen, um herauszufinden, wo meine Freundin ist und nicht, um ihr solche Schauermärchen anzuhören. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen musste. Aber was Ihre Freundin angeht, vielleicht sollten wir doch lieber einen Blick in die Kugel werfen. Ja, erfahren wir da genaueres? Straßennamen, Hausnummern? Das kommt ganz drauf an. Die Kugel kostet 1000 extra. Wie bitte? Ja, damit könnten wir vielleicht besser das Land einkreisen, in dem sich Ihre Freundin aufhält. Und dafür wollen Sie 1000 extra? Ja, selbstverständlich Cash. Wissen Sie was, Herr Holbing? Vergessen wir den ganzen Hokuspokus. Sie sollten nicht spotten. Bedenken Sie die Gefahr, die Ihnen droht. Jetzt hören Sie aber auf! Sie sollen mir keine Angst machen, sondern helfen. Das können Sie offenbar nicht. Du, was ich dich mal fragen wollte, wegen heute Nachmittag. Kannst du meine Schicht übernehmen? Das ist schlecht. Ich habe heute Nachmittag Deutsch. Und du willst nicht zufällig blau machen? Nee, eigentlich nicht. Schade. Tut mir leid, aber ich habe in der letzten Zeit so viel verpasst. Und jetzt, wo Gerd und ich keinen Stress mehr haben, muss ich eigentlich alles nachholen. Du, ich will dich zu nichts verleiten. Wieso fragst du nicht mal Niklas? Weil ich ihn nicht erreiche. Mist. Naja, also jetzt mach dir mal keine Gedanken. Mir wird schon noch irgendwas einfallen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Nick und Steffi schon so früh gegangen sind. Die Party war doch total lustig. Ja, schon. Aber weißt du, Nick und Steffi, die sind gegangen, weil sie... Naja, vielleicht habe ich mich auch einfach zu wenig um sie gekümmert. Ich hatte ja auch was Besseres zu tun. Ja, also Nick und Steffi... Das war wirklich eine Wahnsinnsidee von dir, Dennis übers Radio suchen zu lassen. Kathi, bitte. Ich möchte dir was sagen. Hast du mal seine Augen gesehen? Also wenn er mich damit anguckt, könnte ich alles vergessen. Und wie der tanzen kann. Ja, tanzen kann er, aber... Und küssen kann er. Das geht bei mir schon durch und durch, wenn ich nur daran denke. Ich bin sowas von verknallt. Naja, er ist auch schon ein Traummann. Findest du nicht?
Naja, gut, du hast natürlich deinen Uli lieber. Aber umso besser. So kannst du mir Dennis wenigstens nicht wegschnappen. Obwohl, ich glaube, das könntest du gar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich auch richtig gerne mag. Tja, scheint so, als hätte ich auch mal Glück gehabt. Tja, was soll ich dazu sagen? Wie wär's mit herzlichen Glückwunsch? Sag mal, hast du eine Ahnung, wie das mit der Passivtransformation war? Was für ein Ding? Passivtransformation. Ja, warte mal, ich hab's irgendwo notiert. Das Akkusativobjekt wird zum Subjekt im Nominativ und rückt entsprechend an den Satzanfang. Geht das auch auf Deutsch? Das heißt... Tja, was heißt das? Okay, ich frag nach Helena. Ich glaube kaum, dass sie dir das sagen wird. Wieso nicht? Jetzt, wo Gerd sich bei mir entschuldigt hat? Ey, finde ich übrigens ein Ding. Hätte ich nicht gedacht, dass er sowas bringt. Ich auch nicht. Aber man darf die Hoffnung nie aufgeben. Amen. Hi, Bruderherz. Hi. Hallo. Und, seid ihr schwer im Lernen? Ja, Grammatik. Und wie wär's mit der Pause? Ich weiß nicht. Na los, wenn ich schon mal da bin. Na gut. 5 Minuten. Aber keine Minute länger. Versprochen. Arno, da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Was ist los? Wo schießt du ab? Ich werde verfolgt. Von wem? Ich weiß es nicht. Von einem unheimlichen Mann. Ich konnte ihn nur mit Mühe abschütteln. Bist du sicher? Ich meine, dass man dich verfolgt hat? Aber ja. Wenn er zu den Entführern gehört, wollte er vielleicht Kontakt aufnehmen. Und wenn die mich auch entführen wollen? Arno, vielleicht sollten wir doch die Polizei informieren. Ich weiß nicht. Denk an Clarissas Warnung auf dem Band. Bis jetzt warst du immer dagegen. Ja, aber die Entführer melden sich ja nicht. Vielleicht ist Clarissa schon tot. Nein, das glaube ich nicht. Ach, ich verliere nur einfach den Mut. Ja, bitte? Frau Schneider? Ja? Ich habe hier eine Lieferung. Okay. Danke. Schönen Tag noch. Bitte schauen. Ein Absender. Wartest du Post? Eigentlich nicht. Ja, pass auf. Ich? Warte. Arno, was ist, wenn deine Bombe drin ist? Schön, dass du angerufen hast. Ich habe dich nämlich schon ganz doll vermisst. Und dir hat die Party gefallen? Ja, mir auch. Stimmt. Die anderen Leute haben ein bisschen gestört. Ja, genau. Nächstes Mal feiern wir einfach ohne die. Und, wann sehen wir uns? Was, erst? Ach, kannst du denn nicht jetzt kommen? Auch die Schule kannst du doch wirklich mal sausen lassen. Bitte. Okay, dann aber gleich danach. Ich hol dich ab? Okay, ich fahr gleich los. Bis dann, tschüss.
sei vorsichtig. Oh nein, sieh dir das an. Die Zeitung ist von heute. Gott sei Dank, sie lebt. Und was schreiben die? Clarissa von Anstetten ist wohlauf. Sie werden sie aber nur wiedersehen, wenn sie unsere Anweisungen genau befolgen. Erstens keine Polizei. Zweitens deponieren sie 1,5 Millionen deutsche Mark in gebrauchten Scheinen in diesem Koffer. Drittens warten sie auf weitere Anweisungen. Wir melden uns. Wenn sie sich nicht an die oben genannten Punkte halten, gefährden sie das Leben von Frau von Anstetten. Schade, Dick, ist nur eins. Was hast du vor? Wir rufen die Polizei. Jetzt bin ich dafür. Bist du wahnsinnig? Die bringen Clarissa um. Nein, Clarissas Tod nützt ihnen nichts. Nur wenn sie lebt, haben die Gangster Aussicht auf das Geld, verstehst du? Sie werden ihr nichts tun. Nur wenn wir ihre Anweisungen befolgen. Und deshalb werde ich auch bezahlen. Eben wolltest du die Polizei noch einschalten. Ja, ich wusste ja gar nicht, ob Clarissa überhaupt noch lebt. Charlie, meinst du nicht, die Polizei weiß, was in einem solchen Fall zu tun ist? Besser als wir? Ich zahle. Und damit basta. Es geht doch nur um eine Schicht. Ja, es ist wirklich wichtig. Na, am besten sofort. Nein, also heute Abend bringt mir das nichts. Ja gut, dann muss ich es eben bei jemand anderem probieren, okay? Tschüss. Also ich stehe total auf Inline-Skaten. Du auch? Ich hab's noch nie probiert. Aber du kannst doch sicher Schlittschuh laufen, oder? Klar. Ja, siehst du, dann kannst du auch Inline-Skaten. Das ist nämlich praktisch dasselbe. Wenn du möchtest, dann kann ich's dir zeigen. Ja, mal sehen. Ramon, wir müssen los. Schon? Ja, in einer halben Stunde geht die Schule weiter. Cleo, hast du schon jemanden für die Nachmittagsschicht? Nee, leider nicht. Okay, dann mache ich das für dich. Hm? Was denn? Du willst Deutsch schwänzen? Ich kann Cleo doch nicht hängen lassen. Ich will aber nicht, dass du meinetwegen irgendwas verpasst. Keine Sorge, Nick erzählt mir später, was gelaufen ist. Hm? Na, also wenn das so ist, dann schwöre ich ab. Wir sehen uns später. Ich gehe gleich mit. Ja, ciao ihr beiden. Ciao. Können wir an der Theke weiterreden? Was mich das angeht, Kathi ist meine Freundin. Deswegen lasse ich mir von dir noch lange nichts sagen, okay? Ich warne dich. Wenn du bei Kathi irgendeine linke Tour durchziehen willst, dann... Dann was? Dann erzähle ich ihr alles. Was erzählst du ihr? Na, was du mit Nick und Steffi gemacht hast. Dann weiß sie, was für ein mieses Schwein du bist.